Yo, hey Leute und herzlich willkommen zu einem Special-Video zum Geburtstag von Gothic 1. Ja, ich dachte mir, ich schau mal auf dem Channel von Pete Smith vorbei, weil die haben zuletzt, wie ihr hier sehen könnt, ein 50 Fragen zu Gothic-Video gemacht. Es geht aber nicht nur um Gothic 1, sondern auch um den Teil 2 und den dritten Teil. Und ich dachte, ich mach mal ein React-Video. Und wie ihr sehen könnt, stehen schon solche Counter für die jeweiligen Personen da. Und ich dachte mir, okay, mal schauen. Ich werde, denke ich mal, relativ gut auch dabei abschneiden können. Deswegen habe ich hier so einen kleinen Counter gebaut. Und damit werden wir dann entsprechend arbeiten. Es ist so, jeder kriegt 3 Punkte, wenn er eine der Fragen richtig beantwortet. Und wenn jetzt zum Beispiel der Jay hier auf der linken Seite eine Frage falsch beantwortet, dann kriegen die anderen beiden jeweils einen Punkt. Diese Regel wende ich jetzt bei mir mal nicht an, sondern ich werde einfach das Video stoppen an der entsprechenden Stelle, werde vorher meine Antwort geben und dann schauen wir uns natürlich die Lösung an. Genau, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal. Die Wiedergabegeschwindigkeit habe ich mal auf 1,1 gestellt. Ein neuer Tag und nichts hat sich geändert, liebe Leute. Hallo und herzlich willkommen zu 50 Fragen zu Gothic. Und dann mit Jonathan lacht und die anderen Fragen da, ja. Gucken, hat sich schon leider keiner verstanden. Aber egal. Wir stellen heute 50 Fragen zu den besten deutschen Rollenspielen aller Zeiten. Gothic 1 oder 2. Ich hab's wirklich nicht verstanden. Definitiv, ne? Das beste Rollenspiel. Oder 3 auch dabei. Oder zumindest auf jeden Fall eins meiner Favorites, ja. Eine meiner Lieblingsspielereien, wenn es um Rollenspiele geht. Wobei ich auch sagen muss, dass ich mir so Sachen wie die ganze Assassin's Creed-Reihe zwar schon teilweise die gespielt habe, aber ja, noch nicht alles, noch nicht jeden Teil. Und auch bei Witcher, ja, ich habe bei Witcher 3 schon mal reingeschaut, ich habe da auch ein paar Spielstunden versenkt, ich habe auch bei Skyrim ein paar Spielstunden versenkt, aber ich muss leider zu meiner Schande mir selbst eingestehen, dass ich die noch nie durchgespielt habe, einfach auch, weil ich gerne den Content auf YouTube bringen wollte oder noch werde. Formelspruch. Sagen die Gothic 1, wenn du irgendwie geschlafen hast und im Lager bist und so. Oh, scheiße, Wurmelspruch finde ich aber einen schönen Begriff. Vielleicht kommt das noch als Frage. Naja, wer weiß. Immer wieder dieselbe Leier. Ich weiß nicht, ob Gothic 3 auch dabei ist, aber ihr seid firm in allen Teilen. Nee, absolut. Ja. Also Gothic 3 wird schon sehr eng. Dennis, Peter und Jay. Jay ist ich einmal durchgespielt. Gucken wir mal. Es gibt auf jeden Fall drei Punkte für eine richtige Antwort. So. Und Punkt für alle anderen, wenn du falsch antwortest. Genau, man muss auf jeden Fall sagen, sie haben nicht allzu oft die Spiele durchgespielt. Also wie Jay gerade schon angemerkt hat, hat Gothic 3 einmal gespielt. Aktuell ist es so, dass Peter und Jay beide je gerade Gothic 2 spielen. Das heißt, den ihr Wissen ist etwas neuer. Ja, bei Bram, da sieht es dann etwas schlechter aus. Und ja, mal schauen, wie sie sich schlagen. Darf ich mal sagen, so wie für Jux hier, du kannst so oft buzzern, wie du willst. Starten wir Frage 1. Ha! Wer rettet den namenlosen Helden aus dem eingestürzten... So, ich muss natürlich immer, wenn das It kommt, schnell pausieren, damit die Antwort nicht kommt. Also, wer rettet den namenlosen Helden aus dem eingestürzten Schläfertempel? Das ist natürlich am Anfang von Gothic 2 Xardas, der nach 30 Tagen in seinem Turm, ja, sich dann mal dazu entscheidet, den Helden aus dem Tempel zu holen. Xardas. Das ist vollkommen richtig. Eingestürzten okay. Schläfertempel. Also egal, Xardas rettet den immer. Ja. Das stimmt. Das hat voll Latz. Naja, und Diego. Diego am Anfang. Okay, da habe ich geplayt. An Diego habe ich überhaupt nicht gedacht, aber für mich rettet Diego den nicht richtig. Verbullet. Ja, aber muss der übrigens noch lobend erwähnen, dass wir Lucy Licious für diese Fragen sehr dankbar sind. So. Dankeschön. Sehr gut, die sind mal bei mir im Stream. Ja, ich bedanke mich auch mal für die Fragen. Sind auf jeden Fall recht cool oder mal schauen, wie sie so sind. Das sind die Fragen. Aber ich denke, wenn sich da ein Fan gut mit der Thematik auseinandersetzt, kommen da auch sinnvolle Fragen bei raus. Richtig. Frage 2. Was für Konsequenzen hat es, dem Gardisten Bloodwind im alten Lager kein Schutzgeld zu zahlen? Also, Konsequenz Nummer 1 ist, oder generell, er tut zwei Butler gegen einen aufwiegeln. Der erste Butler, der möchte, dass du mit ihm vors Lager gehst und ein Amulett zurückholst, was angeblich zwei Butler den Erzbaronen gestohlen haben, aber er verarscht einen dann und zu dritt gehen die dann auf dich los. Das müsste der Butler Grimm sein. Und dann gibt's noch den Butler Herwig und der, ja, du läufst einfach durchs Lager und der haut dir dann auch eine aufs Maul oder sagt, hey, du hast bei Bloodwind kein Schutzgeld bezahlt, da müssen wir anderen mehr bezahlen, jetzt hau ich dir mal eine aufs Maul und so. Ja, und dann gibt's halt noch den Butler Jesse oder Jese, der sagt einem dann, hey, pass auf, der Herwig, der will dir eine aufs Maul hauen, aber zu dem Zeitpunkt ist es dann halt schon zu spät.
Der hetzt dann einen der Butler auf dich. Oh. Er beauftragt einige Butler, die namenlosen Helden, auf die Schnauze zu hauen. Wie es so schön heißt. Okay. Jetzt kriegst du eins aufs Fressbrett. Den wusste ich nicht mehr. Welche Position hatte Lee inne, bevor er unschuldig in die Barriere geworfen wurde? Ja, also Lee war General des Königs, bevor er in die Barriere geworfen wurde und ist halt durch eine Intrige in die Barriere geworfen worden, weil im Prinzip die anderen Generäle oder ranghohen Leute in der Armee von König Robert haben sich gedacht, okay, wir bringen mal die Frau vom König um und schieben das Lee in die Schuhe. Und ja, warum wurde er nicht hingerichtet? Im Prinzip hat Lee ganz viele Verdienste für das Königreich Myrtana gehabt, unternommen und so weiter und so fort, unter anderem die Schlacht von Vanguard, und deswegen wurde er dann so gesehen begnadigt und wurde halt nur in die Barriere geschickt, um dort Erz zu schürfen als Sträfling. Der war General in der Armee des Königs. Okay, das wusste ich nicht mehr. Okay, krass. Das wusste ich auch nicht. Hey, und ich wusste. Okay, frag wieder. Oh, scheiße, Alter. Jetzt müsst ihr wahrscheinlich schnell sein, weil ja, in Gothic. Und genau, es geht da darum, ob ich die 150 Punkte schaffe. Ich muss mir bloß mal angewöhnen, dass ich vielleicht den Counter nicht vergesse. Zack, bei neu. Ah, nee, Quatsch, sind doch erst 6 Punkte. Ach so, Bram hat geantwortet. Okay, passt. 2 soll man für die Diebin Cassia eine Sammlung ganz besonderer Da war ich schon etwas zu langsam, aber es geht um die Blutdolche. Blutdolche sage ich schon, sorry, ich war gerade bei Wissen 2, da gibt's ein Blutdolch. Blutkelche, verdammt. Blutkelche natürlich. Und die sind halt im oberen Viertel verteilt. Und einer müsste bei Lema sein im Hafenviertel. Das heißt, ich glaube, es sind 5 Stück, aber das ist ja egal. Die Frage ist schon mit Blutkelche beantwortet. Dabei muss man schleichen können, man muss Taschendiebstahl am besten können und Schlösser öffnen. Man kann natürlich auch einem Bürger einen aufs Maul hauen, der einen Schlüssel dabei hat, um dann an die Truhe ranzukommen. Blutkelche. Genau. 5. Die waren gar nicht so leicht zu besorgen. Ne? Fand ich. Man musste schleichen können. Gute Aussage von Peter, aber er hat die Frage nicht schnell genug beantwortet. Oder wusste nicht mehr, dass es Blutkelche sind. Welche Tiere geht man zusammen mit Alligator Jack jagen? Ja, mit Alligator Jack geht man die Sumpfratten jagen, heißen sie. Das sind so Mollowet-ähnliche Viecher. Heißen aber, wie gesagt, Sumpfratten, sind auch eigentlich im Sumpf angesiedelt. Gerade in Jakendar gibt es ja Sümpfe. Beim Banditenlager außenrum ist halt ein Sumpf. Und dort, wo halt der Tempel der Heiler ist, beziehungsweise die Kaste der Heiler und die Kaste der Krieger. Das sind 2 von 5 Kasten, die es in Jakendar gab, in dieser alten Hochkultur. Und ja, mit Alligator Jack, das ist halt ein Pirat, mit dem geht man halt Sumpfratten jagen. Und ja, sie halten sich halt auch in der Nähe von Gewässern auf. Der Alligator Jack. Okay. Oh, fuck, wie hießen die nochmal? Nein! War da Blutfliegen? Nee, das sind, glaube ich, so, ich weiß aber, das sind so Heuschrecken-ähnliche Viecher. Oh Mann, naja, Heuschrecken gibt's da auch auf dem Weg. Feldläufer. Blutfliegen müssten, nee, ich glaube, Blutfliegen gibt's keine. Ich glaube, das waren Beutelratten. Ja, also Ratten ist auf jeden Fall näher dran als Sumpfratten. Andere, weil Sumpfratten und Beutelratten, weiß nicht, ob der jetzt richtig ist. Ja, keine Ahnung, steht. Musst halt, kannst du mal auch falsch machen. Nein, kein Fliegeviecher. Gibt's Beutelratten? Ja, das sind die Molerats aus der... Im Add-on. Ich wusste nicht mehr, wie die heißen. Beutelratten. Gibt's Sumpfratten und Beutelratten? Ich glaube, es gibt keine Beutelratten. Okay. Also, keine Ahnung, zieh das ab. Ist aber auf jeden Fall fair. Aber klar, die Gattung passt halt schon mal. Also, steht Ratte mit drin. Diese Viecher, die da diese Wüstending heißen. Aber es ist doch deutsch, also müsste es doch Alligator. Wobei die sich natürlich von den normalen Ratten unterscheiden, die jetzt zum Beispiel in der Kanalisation von Kingsill sind. Jack sein, oder? Urin ist, verdammt nochmal. Für die Leute, die gerade zuschauen und DSO gespielt haben oder immer noch spielen, ja. Ich verwechsel manchmal Kurinis mit Kingsill. Einfach zu viel DSO gespielt. Das ist nicht Alligator Jack. Ja, ich stimme dir zu. Okay. Ich dir auch. Nicht schön. Frage 6. Im Lager der Banditen in der Addon-Welt gibt es ein spezielles System, um in der Mine buddeln gehen zu dürfen. Schreibe grob, wie dieses System funktioniert. Das ist zu nah, das weiß ich. Also, es gibt ja diese Steintafeln von den ehemaligen Jakendar-Bewohnern, also den Erbauern, wie sie so schön genannt werden. Und da gibt es auch eine rote Steintafel. Und diese rote Steintafel benötigt man, um im Prinzip von dem zweiten Viertel, also dem oberen Viertel, prinzipiell hat das Banditenlager 3 wesentliche Bereiche. Und in diesem zweiten Bereich muss man halt dem Esteban, das ist dort der Anführer von dem Bereich, von dem kriegt man so eine rote Steintafel. Und damit kann man dann zu Toros gehen und dann kann man in der Mine schürfen. Sich nicht mehr.
Okay, pass auf, du musst. Moment. Oh, scheiße. Oh, Leute, ich bin auch gleich. Moment. Ich wollte gerade sagen. Oh, also erklär das gerne und dann übernehme ich das. Aber. Ich war safe sicher, dass ich gedrückt habe. Oh mein Gott. Es gibt von den Hinterbliebenen, von dem alten Volk, was da war, gibt es irgendwelche so Tempelsteinplatten. Und davon musst du bestimmte Steinplatten sammeln, damit du die quasi dann deinem Vorgesetzten sozusagen geben kannst, damit du dann wieder eine Stufe höher gehen darfst, um dann quasi zum nächsten Step laufen zu dürfen. Da gibt es, glaube ich, so eine rote Steinplatte, eine grüne Steinplatte oder was auch immer. Oder irgendwie so hießen die Platten. Das hört sich ziemlich genauso an, wie das, was hier steht. Genau. Von dem roten Stein, welcher als Eintrittskarte hast du ja auch gesagt, damit du dann meinen darfst, benutzt wird, ob die jetzt von dem alten Volk ist oder nicht. Ja, Jada, das sind zwei unterschiedliche Quests. Die roten Steinplatten sind quasi für in die Mine zu kommen. Die grünen und so weiter und so fort sind für die Wassermagier. Also hättest du halt mit dem roten Stein nicht noch gesagt, dann hätte ich das nicht zählen lassen. Ich hab keine Ahnung. Das ist auch sehr klar. Da bin ich ja noch nicht. In der Frage steht ja auch, wo zu schreiben. Aber mit den, also solange du rot gesagt hast, ist alles super. Frage 7. Im alten Lager kann man eine Karte zur alten Mine... Ich habe auch gerade gemerkt, dass ich mir aus Versehen einen Punkt zu viel gegeben habe. Dann schauen wir mal, wie jetzt Frage 7 wird. Kartenzeichner erhalten. Er bietet sie einem sogar für einen Spezialpreis für Freunde von Diego an, nämlich 20 Erzbrocken. Für wie viel verkauft er sie eigentlich? Ja, komm. Ich habe jetzt gedacht. Also da, ich glaube... er lässt sich, also wie gesagt, er hat ja gesagt, 20 Erz ist dann der finale Preis und eine Karte ist eigentlich immer 50 Erz. Ist auch später so. Die Standortkarten, die kosten, glaube ich, meist 50 Gold und um den Dreh müsste das sein. Es können aber auch 30 sein. Ich werde jetzt aber einfach mal 50 sagen. Man kriegt die Karte von diesem Kartenzeichner, der übrigens Graham heißt, auch kostenlos, indem man sagt, hier, Diego hat gesagt, du sollst mir die Karte geben. Und dann er so, ja, aber weißt du, wie viel Arbeit es ist, so eine Karte zu machen? Und dann sagt der Held, ja, rück die Karte raus oder ich poliere dir die Fresse und dann kriegst du die halt auch kostenlos. 30. Nein. Dennis. 50. 50. Also, was soll der Scheiß? Was ist das für ein Riesenrabatt, Alter? Das ist voll gut. Ich wusste gar nicht, dass es einfach gibt Rabatte. Hab ich nur die herausgefunden. Alter, dieses Spiel. Freunde von Diego ein bisschen weniger zahlen für La Familia. Den haust du doch nieder und dann klaust du dem die Flaggen. Oder so. Aber ich weiß nicht, die Flaggen. Die Mappen. Das habe ich letztens bei dir im Stream gesehen, dass du, wenn du die Quests bei den Leuten abgeschlossen hast, immer hingegangen bist und denen auf die Schnauze gehauen hast. Ja, nur wenn die alleine sind. Das habe ich früher nie gemacht. Das ist mir nie in den Sinn gekommen. Das ist eigentlich voll clever. Weil du ein guter bist. Ja. Du hast doch trotzdem allen Leuten immer alles geklaut, was irgendwo liegt. Ja, das stimmt. Solange da keiner hinguckt. Also, aktueller Zwischenstand mal eben. Jonathan mit 19 einfach mal schnell vorgelegt. Bram 8 Punkte, Peter 2. Dann kommen wir jetzt erst zu Frage 8. Also, ist alles da. Schneller wie heißt Peter. Der Besitzer der Kneipe auf dem See im neuen Lager? Der heißt Silas und Silas hat in Gothic 1 eine relativ heftige Axt dabei. Das heißt, wenn man es schafft, Silas umzulegen oder ihn halt umzuhauen, dann kann man sich seine Axt schnappen und ja, hat halt auf jeden Fall eine richtig nice Anfangswaffe. Oh, scheiße. Oh, Silas. Oh, oh, oh. Da gibt's Silas, ja nicht die Axt. Richtig. Krass. Das steht hier nicht. Aber Silas vollkommen richtig. Frage 9. Der Templer Kor Angar ist augenscheinlich auf einem seiner Augen blind. Auf welchem? Das ist das linke Auge. Von ihm aus gesehen muss man fair enough dazu sagen. Das heißt vom Helden aus gesehen das rechte Auge. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Frage sich auf die Perspektive von einem selber bezieht. Deswegen ist es halt das linke Auge. 50-50. Rechtes Auge. Falsch. Ah, das ist eine Scheiße. Ich sag dann linkes Auge. Jetzt wird das Bram seine Chance. Boah, Mann. Ja. Falsche Antwort, das braune Auge. Das wäre auch nice gewesen. Er hat ein drittes Auge oben drüber. 10. Was wird auf den Feldern des neuen Lagers angebaut? Auf den Feldern des neuen Lagers wird Reis angebaut. Dort haben wir den Reislord, dort haben wir Lefty und seine Schläger und wir haben halt die Bauern und die kriegen, du hast halt sogar eine Quest, in dem du Wasser bekommst und das verteilen sollst, kriegst aber nur 12 Flaschen und es sind irgendwie doppelt so viele Bauern, also 24. Da sieht man schon mal, dass die dort komplett unterversorgt werden und aus diesem Reis wird dann Reisschnaps gebraut. Peter. Weizen. Jay. Das ist doch der Reisbauer. Reis. Der Reis. Ah. Ja, Weizen oder Getreide hat man natürlich in Gothic 2 auf den Bauernhöfen relativ viel. Da muss ich mal gucken. Ich hoffe, man spricht den so auf. Also. Der Schattenwhistler mag Waffen, die mit was verziert sind?
Die sind mit Ornamenten verziert. Whistler selber sagt, hat im Prinzip einen Streit mit Fisk und dieser Fisk hat das Schwert in seinem Besitz und ist halt selber ein Händler und das Schwert wurde von Huno angefertigt, ja. Und Fisk erzählt halt auch so nach dem Motto, ich habe da was ganz Schönes mit Ornamenten, für dich nur 110 Erz und so. Und Huno selber, der Schmied, sagt halt auch so, ja, wenn man natürlich so verrückt ist wie der Whistler, dann wartet man etwas länger auf sein Schwert, weil der, ja, Ornamente und so einen Weiberkram oder so, glaube ich, sagt er, haben möchte. Schatten-Whistler? Der Schatten-Whistler. Whistler. W-H-I-S-T-L-E-R. Mag Waffen, die mit was verziert sind. Der Schatten-Whistler. Also, Jay. Etwas mit Ornamenten wäre schön. Was? Ist das jetzt exakt der Wortlaut, den er sagt? Ich glaube schon, ich glaube schon. Die anderen fühlen sich so schlecht. Gesagt, dachte okay. Ich mir, den Schwur habe ich schon mal gehört. Okay. Frage 12. Was muss man tun, um den Schläfer in Gothic 1 zu besiegen? Also in Gothic 1 gibt es, der Schläfer ist ja ein Avatar von Belia. Und um den zu besiegen, also der hat halt 5 untote Ork-Schamanen oder vorher halt normale hohe Priester der Orks im Prinzip das Leben entzogen und die zu einem Untoten-Dasein verflucht und denen ihre Herzen entrissen. Und diese Herzen wurden dann halt in Schreine in der Nähe vom Schläfer platziert und jeder dieser Hohepriester hat ein spezielles Schwert dabei. Ja, da haben wir zum Beispiel die Zeitenklinge, die Bannklinge und die anderen fallen mir jetzt gerade nicht mehr ein. Ich glaube, Lichtbringer gibt's noch. Und mit denen muss man halt einfach die Herzen durchstoßen und dann hat man den Schläfer verbannt. Ah, oh, Jay. Du hast da so Schwerter und die musst du quasi dann in die Herzen von den, was waren das, Ork-Schamanen oder sowas stecken. Alter, man muss die Herzen der orkischen Priester mit den Schwertern durchstoßen. Ja, nice. Da fand ich das schon ganz schön weit weg von, ja? Also, hätte ich auch überhaupt nicht mehr gewusst. Aber es ist schon ewig her, dass ich die Gothic 2 gespielt habe. Wo sind wir denn? Wir sind bei Frage 13 und aktuell hat Jay 33 Punkte, Bram 13 und Peter 2. Frage 13. Nenne einen von den Göttern auserwählten Avatar, welchem sie einen Teil ihrer göttlichen Macht gaben, um in ihrem Namen zu handeln. Nenne eine von den Göttern auserwählten Avatar, welchem sie einen Teil ihrer göttlichen Macht gaben, um in ihrem Namen zu handeln. Ja. Ich die Frage nicht. Also, da... Okay, also es gibt relativ viele Avatare. Natürlich ist der namenlose Helden-Avatar. Und zum Beispiel die Könige, also König Robert der Erste und König Robert der Zweite sind halt Avatare. Dann haben wir noch als weitere Möglichkeiten Zuben, das ist der Anführer der Assassinen. Und wenn man ein bisschen in die Mythologie zurückgeht, in die Erschaffung der Welt, dann wird im Prinzip davon gesprochen, dass Bel ja immer in Tier oder ein Wesen erwählt hat und der Adanos das halt getötet hat oder halt Adanos ließ die Flut kommen und das Wesen wurde fortgespült. Aber mit ihm fortgespült wurden Bäume und Tiere und Adanos überkam eine tiefe Trauer. Genau, so. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das das erste Wesen war oder das zweite Wesen, aber ihr hört schon allein von dieser Antwortmöglichkeit, es gibt noch das erste und das zweite Wesen. Und dann gibt's halt noch den ewigen Wanderer, der durch die Wüste gezogen ist und von Innos irgendwann mal erwählt wurde, weil Innos dann gesagt hat, leg deinen Stab beiseite und anstatt dessen hat er ihm das Zepter gegeben, so, und damit konnte er dann Magie wirken und so weiter und so fort, ja. Und dann haben wir halt noch Zardas. Zardas ist jemand, der wollte schon im Schläfertempel, deswegen hat er sich dorthin teleportiert oder in den Schläfertempel teleportiert. Dort wollte er schon den Avatar Belias die Macht entziehen, bevor dieser wieder in die Sphäre zurückgeht. Weil wenn der Avatar zurück in der Sphäre von Belia ist, dann ist die Macht auch wieder bei Belia. Aber so kann Zardas sagen, ach nee, du, die Macht, die bleibt bei mir, ja. Und das ist ihm ja dann in Gothic 2 gelungen, als er von dem untoten Drachen im Prinzip die Macht in sich aufgenommen hat. Und somit wurde er nicht offiziell, aber halt inoffiziell von Belia erwählt, weil Belia keine Chance hat oder keinen Eingriff auf die Spielwelt direkt hat, um ihm das zu verwehren. Ist jetzt Spoiler, aber am Ende von Gothic 2 wird Xardas von Belia auserwählt. Deswegen sage ich Xardas. Ja, lass mich kurz. Also hier steht. Die Musik. Okay, was hast du gerade gesagt? Am Ende von Gothic 2 wird Xardas von Belia ausgewählt. Also ist Xardas ein Avatar, der von Belia ausgewählt wurde? Ja, okay, pass auf. Wir sind ja ein guter Schiedsrichter, ja.
Hier stehen exakt. Pass auf, ich gebe das jetzt richtig. Oh, okay. Hier steht zum Beispiel das erste Wesen bzw. das Tier, das zweite Wesen bzw. der ewige Wanderer, das dritte Wesen der Schläfer, Zuben, Robert der Erste, Robert der Zweite, der untote Drache, der namenlose Held. Und in Klammern kommt jetzt, Xalas stahl die göttliche Macht vom untoten Drachen, somit wurde er nicht von Belial erwählt, aber ob ihr die Antwort zählen lasst, überlasse ich euch. So, ja, okay. Also, okay. Ich dachte, er hätte die von Belial gekriegt. Hey, Moment, das heißt also, Innos und Belial geben irgendwelchen Leuten einfach ihre Macht. Mhm. Hab ich richtig verstanden. Oder irgendwelchen Wesen. Ja. Im Zweifel halt den untoten Drachen. Um ihrem Namen zu handeln. Macht Adanos das auch? Weiß ich nicht. Ich glaube, der namenlose Held ist von Innos. Nee, das hast du gerade vorgelesen. Der namenlose Held ist auch von Belial. Ab wann kriegt er... Wait, what? Nee. Ab wann kriegt er den denn? Ist das in Gothic 2 gegen Ende dann? Damit du den Drachen besiegen kannst? Nee, das ist quasi schon die ganze Zeit. Nur, das weiß man halt nicht so ganz. Ich glaube, mit dem Auge Innos wird das nochmal bestätigt. Im Endeffekt, die letzte Zwischensequenz von Gothic 2 ist, ey, ich bin Xardas, ich habe mich gerade auf dieses Boot teleportiert und erkläre, du bist von Innos ausgewählt und ich habe die Macht von Belial. Let's go. Also wir müssen fair enough sagen, dass der Held sogar so gesehen von Adanos auserwählt ist. Warum? Der Held ist derjenige, der in Prophezeiungen vorkommt. Der Held wird zum Beispiel als heiliger Feind betitelt von den Orks in einer Prophezeiung, ja? Der Held kann sich frei entscheiden, welchem Gott er sich anschließen will. Deswegen Er kann im Namen von Innos handeln, weil er zum Beispiel, wie schon hier erwähnt wurde, das Auge Innos benutzen kann. Da ist er ein Erwählter von Innos. Er kann aber auch die Klaue Belials benutzen. Das heißt aber nicht, dass er Belial verfällt, weil er relativ stark ist, aber er kann sie benutzen und zu seinem Sinne einsetzen. Und dann wird er gerne noch als Bewahrer oder Hüter von den Wassermagiern bezeichnet. Also ist er auch für Adanos. Und Adanos hat halt genau diese Person, wie den namenlosen Helden, erschaffen, der frei handeln kann. Der nicht unter dem bedingungslosen Willen der Götter steht, sondern ein freiständig lebendes und entscheidendes Individuum ist in der Spielwelt. Dann ist Gothic 2 vorbei. Ah. Alter, Spoiler. Kann mich nicht mehr dran erinnern. Boah, voll der Spoiler. Okay, also Frage 14. Jetzt muss ich das Spiel auch nicht mehr spielen, ne? Xardas beauftragt unseren Helden damit, etwas von dem Paladin zu holen. Was von dem Paladin zu holen? Das ist natürlich das Auge Innos. Das drück ich nicht. Okay, Peter. Das Auge Innos. Warum drückt Jay das? Achso, ich dachte, jetzt kommt das Auge Innos. Was muss man, und so weiter, wer weiß, was da jetzt noch kommt. Okay. Auge Innos ist schon. Weil wir genau gerade nochmal gesprochen haben. Ich gerade noch nachgelesen, dass man das, also, ja, Fuchsal das holen soll. Also, das war das Erste, was du angezeigt hast, wenn du hier der namenlose Held auserwählt googelst. Das Erste. Oh, wow. Namenloser Held auserwählt. Frage 15. Was soll man für Kommandant Garand tun, damit dieser einem einen Beweis für die Anwesenheit der Drachen mitgibt? Also Kommandant Garand ist einer der Anführer der Paladine, ja? Wir haben ja Lord Hagen und Kommandant Garand. Und dieser Kommandant befindet sich in der Burg im Minental. Und nachdem der Außenring von einem Drachenangriff zerstört wurde und der Held dann dort auftaucht, und sagt, jawohl, hier, ich brauche einen Beweis für den Lord Hagen. Kannst du mir den geben? Dann sagt er so, naja, aber unsere Mission ist es halt, im Prinzip Erz zu schürfen und das aufs Festland zu bringen für den Krieg. Und dann sagt er halt, ja, pass auf, wir haben hier 3 Schürfstellen und ich kann dir den Bericht für Lord Hagen erst geben, wenn du bei den 3 Schürfstellen warst und mir einen Bericht darüber geholt hast, wie es bei denen ausschaut und wie viele Kisten die halt potenziell gefördert haben. Peter. Okay, man soll nach den 3 Minenexpeditionen gucken. Den ja, helfen. Das reicht mir. Die Schiffstellen aufsuchen und herausfinden, wie viel Erz sie bereits abbauen konnten. Ich weiß überhaupt nicht, wie man das jetzt mit der Anwesenheit der Drachen, also wie man das dadurch beweist, indem man zu den Schieb dann. Der gibt dir einen Schieb dann. Der weiß das vorher schon. Ach so. Will dir das nur nicht geben, wenn du dem nicht natürlich einen Gefallen tust. Ja. Wie halt so Rollenspiele funktionieren. Das verstehe ich auch nicht. Weißt du, das wäre viel simpler. Ja, das wäre viel sinnvoller, wenn er dem vorher schon den namenlosen Held einfach so schnell wie möglich mit dem Beweis zurückschickt, damit König Robert Hilfe schickt oder die Paladine. Aber nein, du musst erst nach den Erzen. Ja, gut, man muss auch sagen, in dem Brief steht halt trotzdem noch drin, wie viel Erz gefördert wurde und dass er halt noch sagen kann: Okay, die Situation mit den Drachen und den Orks ist schon schlecht und wir haben zusätzlich noch kein Erz, so nach dem Motto. Oder wir haben 200 Kisten Erz, dann kann Lord Hagen wenigstens sagen: Oh, das ist ja wenigstens eine Anzahl, die wir halt auch brauchen können.
kein vernünftiges System irgendwie für zu haben, weil da muss irgendein Outsider kommen und nachgucken, weißt du? Ja, er kann von seiner Burg niemanden entbehren, sagt er, und weil die schon alle von den Orks alle kaputt gemacht wurden. Und deswegen soll man selber gucken gehen. Und der erwartet irgendwie so 400 Kisten und in Wald haben die halt so 9 insgesamt. Läuft also nicht so gut da. Ich glaube, 11 Stück haben sie. Okay, Spoiler wieder, Peter. Peter holt ein bisschen auf. Also 33 Punkte für Jay. Ja, wir sind gerade im Kapitel von Gothic 2, die ich vor kurzem gespielt habe und Jay noch nicht. Es könnten ja doch sogar 9 sein. Weniger als 10 Kisten, glaube ich. 16. Das stimmt schon. Nenne eine Möglichkeit, wie man sich Zugang zur Hafenstadt Korinnes verschaffen kann. Ja, okay, also eine Möglichkeit ist halt relativ lachhaft für mich. Möglichkeit Nummer 1, es gibt ja diesen Bauer Lobart und bei dem kann man halt arbeiten und von dem kann man im Prinzip eine Landarbeiterkleidung oder eine Bauernkleidung kriegen, kaufen. Man kann sie ihm auch Option 2 aus der Truhe stehlen, aber das ist beides natürlich zusammen eine Option, um in die Stadt zu kommen. Eine zweite Option ist Kantar, das ist der Händler, der sitzt auf dem Weg und von ihm kann man sich einen Passierschein kaufen und das Einzige, was man dann machen muss, ist ihm später einen Gefallen erfüllen, wenn man ihn in der Stadt trifft. Option 3 ist, wenn man von Zardas Turm aufbricht und in diesem geheimen Tal war, bei dem Zardas einem auch erzählt, dass es existiert, da trifft man auf Lester und Lester erzählt einem, dass er früher mal für den Konstantino, das ist der Alchemisten der Stadt, gearbeitet hat und wenn man halt Kräuter sammelt, also von einer Pflanze zum Beispiel 10 Stück dabei hat, dann wird man halt auch reingelassen und ja, man kann halt auch auf der rechten Seite über die Stadtmauer drüber springen, da muss man aber was auf den Boden werfen, dass man da sich draufstellen kann und ein Stückchen höher ist, oder man läuft um die Stadt herum und springt dann irgendwann mal an irgendeiner Stelle ins Meer und schwimmt dann zur Stadt, also es gibt da recht viele Optionen. Eine Möglichkeit ist, sich Bauernklamotten anzuziehen, indem man die vom Bauern davor bekommt. Ja, als Bauer verkleiden. Ansonsten könnte man natürlich noch mit einem Passierschein dadurch als Kräutersammler sich selber als Kräutersammler ausgeben, einfach über die Stadtmauer klettern oder über das Meer in die Stadt schwimmen oder die Wachen bestechen. Das ist das Beste. Jay jetzt gerade erst gelernt in seinem letzten Playthrough, dass man übers Meer schwimmt. Okay, Wachen bestechen mit die 100 Gold, die Option habe ich tatsächlich nie ausprobiert, ob das geht. Ich weiß, dass es da eine Gesprächsoption gibt, aber warum sollte ich da 100 Gold ausgeben, ne? Kann und dann von Laris 500 extra Erfahrung bekommt. What? Okay, ja. Das wusste ich aber auch nicht. Ich habe auch immer, glaube ich, das ist das Geile im Stream aktuell. Da kriege ich halt so, weißt du, du hast halt so viele Erinnerungen daran und kriegst halt doch zusätzlich neue. Das ist super nice. Ach, das nice, ich habe nicht so viele Erinnerungen daran. Das ist für mich sehr vieles. Okay, kommen wir zur Frage 17. Wie lautet der Name des Schläfers in der Sprache der Orks? Ja, Kruschak. Brauchen wir nicht viel dazu sagen. Die Orks haben halt ihre eigene Sprache. Die ist jetzt nicht so krass ausgeprägt, also es gibt ein paar Worte und Kruschak ist halt der Schläfer. Ja. Ich bin eh schon schlecht im Namen und jetzt auch noch im Namen in anderer Sprache. In Alter! Lokda. Das ist WoW. Da wäre Lokda Oga, Peter. Achso. Ich keinen Namen. Rotschnack! Kratschnock! Kratschnock wäre super, also pass auf. 5, 4, 3, 2, 1. Frage geschlossen. Kruschak. Ah! Verdammt! Also Kratschnock wäre jetzt nicht so. Als ob Kruschak! Ich muss einmal ganz kurz an die Tür. Okay. Jetzt erinnere ich mich auch, dass das Kruschak war. Scheiße. Kratschnock war ganz schön nah dran, Alter. Ja, komm, machen wir weiter. Mit Frage Nummer 18. Wie lange saß der namenlose Held im Kerker, bevor man ihn zur Barriere brachte? Oh. Alter. Das ist wahrscheinlich so eine Info, die... Also das ist eine Info, die tatsächlich nur in einem Dialog erfolgt. Und zwar in Gothic 1, wenn man gegen Kirko antreten will, da sagt der, erzähl mir doch lieber was von draußen. Und da sagt der Held, naja, ich kann viel von draußen kann ich nicht erzählen. Ich habe 2 Monate in einem dunklen Loch gesessen, glaube ich. So ungefähr ist das Zitat. Mal schauen, ob es 2 Monate sind. Nebenbei im Intro von Gothic 1 gedroppt wird. Das Intro hat dich. Pass auf, ich hole jetzt mit 3 Punkte. 2 Wochen. Verdammt! Ja, Dennis? 30 Tage. Ne. Was möchtest du denn für eine Einheit haben? Wochen, Tage, Monate? Stunden? Nee, Stunden und Sekunden, das müsste ich nachrechnen. Ich meine, Tage geht. Ja, okay. Auch, Wochen geht eigentlich auch. Ja, ich hab keine Ahnung. Das kann ja alles sein. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß okay, nicht. Also dann schließen wir mal die Frage. Also 2 war schon mal die richtige Zahl, aber es waren 2 Monate. Okay. Also er hat jetzt gesagt 8 Wochen oder von mir aus 60 Tage. 8 Wochen, komplett random, einfach 8 Wochen. Ja. Frage 19. Ich wusste nicht, dass man so eine Info jemals kriegt. Von wem kann man sich die Erzrüstung verbessern lassen?
Ja, Erzrüstung kann man sich vom Schmied Stone verbessern lassen. Das ist der Schmied, der immer du Arsch am Ende eines Satzes meistens sagt. Und der ist halt im alten Lager, der Schmied von den Gardisten. Und der wird dann später, weil er sich irgendwie mit den Feuermagiern zusammengeschlossen hat oder halt nicht wollte, dass die freie Mine überfallen wird. Das ist die Mine vom neuen Lager. Da hat er im Prinzip was dagegen gesagt und das hat Gomez nicht gefallen und dafür ist er halt im Kerker gelandet. Und wenn man dann später oder falls man später, das ist ja inoffiziell, also man kriegt keine Quest dazu, aber man kriegt halt den Teleportstein zum alten Lager und dann kann man halt Gomez später umlegen und dann, wenn man Stone befreit, hat man halt drei Optionen. Ich glaube, einen Ring kann er einem noch schmieden und unter anderem kann er halt die Rüstung verbessern. Die Erzrüstung? Boah! Mhm. Von Milton. Nicht? Dann nicht. Was ist denn die Erzrüstung? Ey, du kannst doch... Das finde ich jetzt hier nicht, oder das nicht... Die Erzrüstung aus... Es gibt die Erzrüstung, ist das... 1. Genau, das ist die beste Rüstung aus Gothic 1. Und die kannst du halt nochmal mit so Extrawerten verzaubern, bevor du zum Schläfer gehst. Das passiert im alten Lager oben in der Burg, aber ich weiß nicht mehr, wer das macht. Ich dachte, Milton wird das machen. Da passt zumindest oben erst Lager, alte Burg. Dann tippe ich mal auf Xardas. Nee. Das ist doch bestimmt ein Schmied, oder? Bei Gothic 2 macht das auch Schmied. Alter, das ist irgendwas magisch. Der Barriere magisch. Auf Corinis also. Im alten Lager. Jetzt hau ich mal Saturas raus. Jay geht einfach alle Magier durch, die es so gibt. Verdammt! Jetzt hab ich keine Lust mehr. Sonst hab ich irgendeine Lust. Ich hab keine Ahnung, der Schmied heißt, würde ich den Namen nennen, aber dann weiß welcher ich welcher Schmied? 4, 3, 2, 1, schlossen. Von Stone, dem Schmied. Scheiße! Weil im Teil 2 macht dann auch ein Schmied. Deine finale Rüstung verbessert mit Drachenschuhen oder so ein Schild, hab ich schon wieder vergessen. Angeblich macht er gemeinsame Sachen mit den Feuermagiern, aber das ist so ein... Ja, okay, die Rüstung verbessern, wie er jetzt sagt, im Teil 2 gibt's nur bei den Drachenjägern. Die erste Rüstung kriegt man gratis, die zweite Rüstung muss man sich kaufen für 12.000 und die dritte Rüstung, die finale Rüstung, kostet dann 20.000. Man braucht zusätzlich noch Drachenschuppen und ich glaube Dracheneier muss man auch noch abgeben, also eins zumindest. Und ja, als Paladin kriegt man die Rüstungen einfach, genauso wie als Magier. Stone. Vorwurf von Gomez. Frage 20. Nenne die Orte im Minental, an denen sich die magischen Fokussteine befinden. Oh Gott. Alter, das ist erster Teil, ne? Oh, gibt's jeden einen Punkt oder nur welche alle Nenner? Es sind 5 Stück. Du kannst dich am Anfang entscheiden, alle richtig zu machen oder einen. Hä? Also, wenn ich jetzt das drück, ist, kann ich die Info für den Moderator. Ach so. Nee, ach so, also ich, ich sag euch jetzt, es gibt 5 Stück. Und du sagst jetzt gleich, entweder drückst du und sagst, ich sag dir einen, dann gibt es halt nur einmal 3 Punkte. Oder du sagst alle 5, dann gibt es halt für jeden 3 Punkte. Aber hast du einen falsch, dann nicht. Jay wird dort seine Chance. Ich will danach auch nochmal alle 5 machen. Und du willst die Namen der Orte haben? Die Orte im Hintertal, an denen sich die magischen Fokussteine befinden. Ich glaube, ich zog Gothic 1 nochmal durch. Ach, das ist Gothic 1, okay. Ja, Mienthal. Okay, also, ja, Jay, wie willst du mir sagen? Also, machen wir mal alle 5. Im zweiten Kapitel ist es so, dass man von Iberion den Auftrag kriegt, den Fokusstein zu holen, und zwar von der Meeresküste, Meeresklippe, sage ich jetzt mal. Die haben bereits auch schon einen Novizen losgeschickt, das müsste der Nyras sein, der ist aber durchgedreht und den muss man dann halt umhauen oder umbringen, eins von beiden, oder halt erst umhauen und dann umbringen. Und der hat halt diesen Fokusstein dabei. Das passiert im zweiten Kapitel. Und dann später, im dritten Kapitel, beginnt die große Fokussuche, weil man dann für die Wassermagier arbeitet und sucht halt die restlichen 4. Und davon ist einer in der Trollschlucht, die tut man mit Diego abhandeln. Dann ist einer in der Bergfestung, die macht man mit Lester zusammen, weil Lester eine Urkunde haben möchte. Dann macht man den Stonehenge mit Milton zusammen, weil der einen orkischen Talisman bekommen möchte. Und mit Gorn macht man die Klosterruine, weil der halt gehört hat, ja, niemand ist in die Ruine reingekommen bisher und das wollte er sich mal anschauen, beziehungsweise Milton hat ihm davon erzählt. Alle 5. Oh, wow. Holy shit. Pass auf. Oh, jetzt bin ich gespannt. Also einmal gibt es das ist halt super schwer zu erklären, aber quasi über dem Tempel von Iberion ganz oben, da musst du dir quasi das erste Mal, das ist, du läufst im Sumpflager herum und läufst dann da hoch und dann musst du, da ist zumindest einer dieser Orte, wo der Fokusstein theoretisch ist. Dann gibt es einen bei so einem Troll. Ja. Dann gibt es einen in so einer alten Festung. Und dann gibt es einen bei Harpien. In so einer Festung. In einer anderen alten Festung. In einer anderen alten Festung, oh Mann. Ja, du musst dich, also die eine Festung zu gelangen, musst du dich quasi in eine Fleischwanze verwandeln, um dann quasi darüber zu gehen. Das sind so Mauern. Mhm.
So, und dann gibt's, wie gesagt, diese eine Festung, das ist diese, so eine Felsenfestung oder sowas, die ist in den Bergen. Ja. So, dann habe ich jetzt noch einen und einen kriegst du so. Wie, einen kriegst du so? Du hast doch gesagt, du hast alle fünf. Ja, einen kriegst du so. Ach nicht? So, oh mein Gott. Nee. Scheiße. Fehlt der fünfte. Darf ich jetzt noch einen nennen? Ja, ich würde sagen, jetzt muss man alle fünf machen. Ja, entweder was ist alle fünf, oder? Aber also, die Frage ist echt gesagt durch, pass auf. Also, was ich nachvollziehen konnte, war der Klosterruine und in der Bergfeste. Ja, Klosterruine der war das, über, ja, genau. Wir hier über dem Tempel, wo man dann da so hinläuft. In der Nähe des Sumpflagers ist der. Pass auf, der ist auf so einem Berg. Ja, unter dem, also es gab einen an der Meeresklippe, einen in der Trollschlucht, da hast du was von erzählt. Troll, ja. Klosterruine, Bergfeste und unter dem Stonehenge. Nein, die unter dem Stonehenge habe ich vergessen. Ach, scheiße. Diese, die meinte ich. Nein. Die Meeresklippe ist die, die ich meinte mit Iberion. Scheiße. Ja. Oh, ich wollte die 15 Punkte haben. Fuck. Dann wäre hier wahrscheinlich alles vorbei. Frage. Tja, also 15 Punkte wären natürlich nicht schlecht gewesen für ihn. Ich habe mir die jetzt halt mal gegeben, weil ich ja alles richtig beantwortet habe. Ja, dann gucken wir uns mal die Frage 21 an. 21, so, das ist jetzt wieder eine etwas einfachere Nummer. Wen nahm der oberste Feuermagier Koristo als Lehrling auf? Milton. Dennis. Milton. Uns. Und den, ja, und den Namen des Helden, falls man sich entscheidet, Magier zu werden. Hätte beides gezählt. Alter, nice. Gibt ja verschiedene Lösungsmöglichkeiten, wie bei Gothic. Ja. Im Quiz. I like it. Robin Peter holt ein bisschen auf. 20 für Peter, 21 für Robin, 30 für Peter. Ja, Jay steht auch mit seinem Essen. Ich wollte 15 fucking Punkte haben. Mann, ey, weil mir der scheiß Stonehenge-Pisser nicht einfällt. Kommen wir nochmal bei Frage 22 zur Erzrüstung. Wo kann man die finden? Also, die Erzrüstung gibt's tendenziell in der Truhe. Aber hier geht's eher um den Spot an sich und das ist Zardas alter verlassener Turm im Minental, bei dem man im Prinzip durch Wasser nach unten taucht und dann in den unteren Trakt kommt. Dort sind halt ein paar Untote, unter anderem auch ein Skelettmagier und ein paar, also mit Untote meine ich jetzt eigentlich auch, naja, Untote genereller Begriff, also das ist ein Skelett, ist ein Skelettmagier, das sind ein paar Zombies und ein paar Skelette. Dennis, in der Truhe. Das ist richtige Antwort, potenziell. Da muss ich jetzt tatsächlich nach googeln. Wenn die in der Truhe ist, dann kriegst du die Punkte. Die ist safe in der Truhe. Das weiß ich, weißt du nicht, wo die Truhe ist. In der Truhe, Alter. Wie auch sonst, ne? Also es gibt ja, doch, die könnte auch genau, rumliegen. Oder die gegeben werden. Das sind eigentlich die einzigen drei Möglichkeiten, wie du Items kriegst, oder? Ja, das stimmt. Und so eine Rüstung wird niemals einfach rumliegen. Also hast du eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Ich überleg grad, wo man die denn findet. Ich hab nicht die richtige Ahnung. Ist das in dem Ort? In einem kaputten Turm. In so einem kaputten Turm. Also dann einfach... Der Antwort 5000 war. Lass ich das mal zählen. Die Truhe ist natürlich, wie wir alle wissen, im alten untergegangenen Turm von Xardas. Ja, sag ich auch, einen kaputten Turm. Ja. Oh Mann, ey. Na klar. Ja, aber kluge okay, Antwort, ne? Frage 23. Jetzt kommt eine Frage zu Gothic 3. Welches Hilfsmittel nice. Nutzte Xardas, um die Runenmagie zu zerstören und somit den Krieg zugunsten der Orks zu entscheiden? Einen Fokusstein, weil in einem Fokusstein oder ein Fokusstein an sich ist generell ein LM oder ein Artefakt oder da kann man halt auf jeden Fall Magie drin speichern, ja, oder eine Quelle von großer Magie. Das heißt, deswegen wurden auch die Fokussteine verwendet, um die Barriere zu erschaffen, weil die sowohl als Energiequelle als auch als Katalysator wahrscheinlich, also so als Zwischengegenstand fungieren und ja, Zardas hat dann in diesen einen Fokusstein die ganze Runenmagie reingepackt und die so mit den Magiern weggenommen. Hat ein Wichser. Oh, scheiße, das weiß ich noch nicht mehr, aber ich wusste. Welches Hilfsmittel nutzt Xardas, um die Runenmagie zu zerstören? Die Macht von Belia. das weiß ich nicht. Welches Hilfsmittel? Ist die Macht von Belia ein Hilfsmittel? Ja, scheiße, was war das dann da? Das ist halt so eine Antwort wie in der Tone. Theoretisch hätte ich zweimal so eine Antwort gelten. Ja, das sieht doch jetzt vor. Alter, ey, wie macht denn der die Runenmagie kaputt? Ja, ich denke, das ist auch die Runenmagie. Ja, du hast doch immer diese Runen, die du haben musstest als Magier. Ja, so, die wurden zerstört. Damit gab es ja nicht mehr den Kreis, Magiekreise. Ich hör's in Gothic 3, sobald man die Feuerschwerter hatte, da war es OP. Ey, ganz ehrlich, war das nicht so ein fucking Dreizack? Tritons-Dreizack. Not again! Tritons-Dreizack war da nicht. König Tritons-Dreizack. Ja, okay, aber auch kein Dreizack. Also da steht nichts von drei und auch nichts von Zack. Also auch von ein Zack und so. Ja, aber vielleicht steht zwei Zack. Es war eine Trio-Spitze. Pass auf, er nahm das Auge Innos.
Nee, das würde hier, glaube ich, stehen. Ich also ich schließe die Frage bei 5. Es gibt nicht so viele Punkte. 3, 2, 1. Geschlossen. Ein Fokusstein. Ah! Ich denke, wenn man Magie hat, dann ist es immer der Fokusstein. Wenn es das Auge Innos wäre, würde das hier wahrscheinlich stehen. Ja. Frage 24. Wie heißt die Waffe des Banditen Skinner? Die heißt Betty. Skinner ist im Gothic 2 der Bandit, der immer schläft. Und ein anderer Bandit, der an so einem Kochkessel steht, sagt einem dann, ja, hier, pass auf, pst, weck den nicht und so. Der wird dann ganz schnell böse und so weiter und so fort. Und der hat halt eine relativ nice Waffe, die heißt Betty. Braucht, glaube ich, 110 Geschicklichkeit und macht 130 Damage. Oder waren es 110 Damage und irgendwie 90 Geschicklichkeit? Irgendwie so um den Dreh. Betty. Okay. Musste gerade echt. Ah, Blackmail. Oh. Skinner! Skinner! Am 25. Im Lager der Banditen findet man den ehemaligen Novizen Fortuno. Oder Fortuno. Der möchte, dass man ihm einen Trank braut. Was geschieht, wenn man ihm diesen braut, ohne zuvor das Wissen über Blutfliegen erlernt zu haben? Ja, dieser Trank der Geistesveränderung heißt er, glaube ich, sorgt dafür, dass Fortuno wieder einen klaren Kopf hat, weil der redet halt nur wirres Zeug. Der war halt der Gehilfe oder der musste, wurde halt gezwungen, Raven zu assistieren bei diesen Experimenten und so und bei seinen Sachen, die er gemacht hat, und musste ihm halt ganz viele Tränke und alles Mögliche brauen. Und wenn man das Blutfliegensekret aus diesen Stacheln nicht richtig entfernt, dann sind die halt hochgiftig und deswegen stirbt Fortuno einfach. Fortuno, der möchte, dass man ihm Trank braut. Was das ist gerade Teil 1, oder? 2. Was? Man ihm den braut, den Lager der Banditen zu haben. Ach so, lol. Also ja, Fortuno kommt natürlich auch in Teil 1 vor, da verteilt er halt Kraut, deswegen ist die Geschichte, die da Peter gerade ins Rollen gebracht hat, auch nicht verkehrt, aber Banditenlager ist halt, gibt's halt nur in Gothic 2 und in Gothic 1 gibt's halt die Banditen an sich im neuen Lager. Ah ja! Jetzt kommt die Erleuchtung. Eine Insel. Er stirbt. Weil der Trank durch das Blutfliegengift eine tödliche Wirkung hat. Ist ja witzig. Das ist schon lustig, wenn einer stirbt, ne? Ja, ist halt schon cool, dass sie das eingebaut haben. Wo, Frage 26. Wo lebte Diego, bevor man ihn in die Barriere warf? Er lebte in Corinis, hat dort Geschäfte gemacht und wurde irgendwann, ist er halt in Konfrontation mit Gerbrand gestoßen und der hat ihn dann, ja, er musste dann halt aus seinem ursprünglichen Haus raus. Wow. Peter? In Corinis. Klar. Ja, so klar ist er eigentlich nicht, aber da erzählt ja er einfach dran. Das war richtig doof. Ich wollte ja sagen, außerhalb der Barriere. Wow! Auf der Welt! So einmal ist er dann, okay, ja, ich meine, einmal ist er dann, okay, dachte ich mir auch, dann dachte ich mir so, scheiße, wo könnten wir sonst gewohnt haben? Da war man außerhalb der Barriere, drück ist, Okay, also, wie sieht denn aus? 41 Punkte für Jay, Gleichstand zwischen Bram und Peter, beide 26 Punkte. Und wir hatten eben Halbzeit, kommen jetzt zu Frage 27. Wer übernahm das Kommando über die Stadtwache, nachdem die Paladine in Corinis eintraf? Wie hieß der nochmal? Lord André. Nein, da gehe ich einfach mal. Lord André. Ah ja, scheiße, ich glaube, das ist richtig. Das ist richtig. Hoffe ich. Ja. Warte mal kurz, ich muss mal kurz. Also, das ist richtig. Der ist tatsächlich Lord André. Okay. Ein Paladin. Das ist ein kleiner Tippfehler. Also, hätte ich 28. Um in Gothic 1 zu Xardas zu gelangen, muss man zuvor ein Rätsel lösen. Beschreibe grob, was dieses... das sind drei Golems. Und zwar ein Steingolem, danach ein Eisgolem und als letztes ein Feuergolem. Den Steingolem muss man mit einem Hammer besiegen, den Eisgolem mit irgendeinem Feuerzauber und den Feuergolem kann man mit Blitzzaubern am besten besiegen. Es geht auch ein Eispfeil, aber das dauert halt relativ lang. Da stehen drei Golems vor, die verschiedene Elemente haben, die du vernichten musst. Ja, stimmt. Also du musst drei Golems töten. Not und bad. Den Herzen zum Dämonix hat das tun. Ja. Nur für den ersten Stumpf, dann Feuer und Eis. Stimmt, da musst du dann die Tipps musst du dir, glaube ich, im Wassermagier-Lager da quasi, in dieser Bibliothek, musst du da lesen. Ich glaube, so war das. Ich habe keine Ahnung. Frage 29. Kommen wir mal wieder zu unserem Lieblingsteil in Gothic 3. Muss man die 5 Artefakte Adanos besorgen? Was genau sind diese Artefakte? Dreizack. In Gothic 2. Nein, Dreizack ist nicht 3. Dabei. Ach, es sind 5 Artefakte und ich sage euch, es sind unterschiedliche Dinge. Ich find's geil, dass es in allen Gothic-Teilen darum geht, irgendwo Sachen zu sammeln. Also, es gibt ja die 5 Artefakte.
Man hat drei Enden in Gothic 3. Einmal das Innos-Ende, das Belia-Ende und das Adanos-Ende. Für alle braucht man aber diese fünf Artefakte. Und das wäre einmal die Adanos-Robe, die Adanos-Krone. Dann hätten wir noch das Adanos-Amulett und zwei Ringe. Fünf von irgendeinem Scheiß finden. Ja, so wie du vom Mario dreimal auf die Leute springen musst. Ich glaube, ich habe das damals gemacht und danach habe ich die Wassermagier alle umgebracht. Natürlich. Nee, du warst als Assassine musst du die umbringen. Du willst alle wissen, ja? Das ist nicht so ein. Ja, Alter, nee. Ja, noch will ich alle wissen, ja. Ich habe gar keine Ahnung. Ja, okay. Ich weiß, und die Wassermagier selber wollen gar nicht die Artefakte Adanos, sondern die interessieren sich nur für die. Für ein Artefakt prinzipiell, und zwar bei der Ruine Al-Shaddim. Da gibt's halt die Adanos-Robe. Ein. Immerhin. Ja. Wüsste ich nicht. Sonst niemand. 5, 4, 3, 2, 1. Also, ein Amulett, eine Robe, eine Krone, zwei Ringe. Die Krone hätte ich noch gewusst. Das war alles. Keine Ahnung. Na gut. Kommen wir zu Frage 30. Wie heißt die große Wüste, welche südlich von Mythala liegt? Warant. Das ist immer noch Gothic 3, so ein Scheiße. Die heißt nicht große Wüste, oder? Sand. Aber in der Wüste hat man die Flammenschwerter und da habe ich irgendwo aufgehört. Oh, die waren geil. Ah, Gothic 3 habe ich jetzt nicht so viel gespielt. Reicht es dir, wenn ich gesagt habe, eine Stadt gibt, die Geldern heißt? Ich hätte immer faszinierend fand, weil ich eine Stadt kenne, die Geldern heißt. Aber ich kenne doch sehr viele Leute, da wohnen doch Menschen. Oh nein! Warum habe ich nichts gegen den Gobi? Du sagst jetzt Geldern oder so. Nein! Kleiner Tipp, Geldern ist falsch. Scheiße! Ich habe gerade so Brain AFK, während ich überlegt habe, über meine linke Maustaste gewischt. Das Schöne ist, dass man mit dem Rechtsklick auch buzzern kann. Also, das ist mir auch schon diverse Male passiert. Ich schließe mal die Frage in 5, 4, 3, 2, 1. Frage zu. Varant oder Varant mit V. V-A-R-A-N-T. Frage 31. Laut der Wache vor der Kneipe des neuen Lagers ist der Eintritt ausschließlich wem gestattet? Schürfern und Banditen. Ha, da weiß ich. Schürfer. Und? Banditen oder was? Gott, ey. Ist aus der Nase ziehen. Das weiß ich. Frage 32. Was berichtet Lester am Anfang von Gothic 3? Da hat sie Punkte gekriegt. Gott, ey. Und? Banditen oder was? Das weiß ich. Frage 32. Was berichtet Lester am Anfang von Gothic 3, nachdem man ihn nach der Befreiung des Dorfes am Strand anspricht? Ja gut, ich meine, es ist der Anfang. Also man könnte es theoretisch wissen. Man fightet ja dort in Ardea gegen die Orks. Diego erzählt einem, dass es schlecht, dass der Krieg mit den Orks schlecht steht für den König. Milton erzählt auch irgendwas. Gorn bringt einen dann nach Weddock. Das ist das erste Rebellenlager, das man kennenlernt. Und Lester sollte eigentlich Verstärkung holen und erzählt dann im Prinzip, dass das Schiff kurzerhand von Piraten gekapert wurde. Hat er dann berichtet? Ja. Das ist so ziemlich am Anfang. Ja, ich erinnere mich. Wenn in der Nähe ein Rebellenlager ist. Das ist nicht, das ist. Verdammt. Oder weiß ich auch nicht, ob der das berichtet. Dachte, der würde dich dann dahin bringen oder sowas. Das weiß ich nicht mehr, da muss ich mich ja auf die Antwort beziehen. Ja, Dennis. Der erklärt dich über die politischen Verhältnisse in Mythana auf. So in kurz. Achso, nee. Weißt du, so, hey, die Orks sind böse und. Peter. Dass die Orks dabei sind, den Krieg zu gewinnen. Nee, das steht ja auch nicht. Also, das sind ja alles tendenziell Sachen, die, wie gesagt, na, Diego, Gon und Milton berichten, so gesehen. Auch das mit Weddock ist halt alles richtig. Tendenziell überhaupt nichts Falsches dabei, aber es hat halt nichts mit Lester zu tun. Also, ich mach das mal dicht. Jetzt hat jeder einmal falsch geantwortet. Also, alles wieder cool, ja. Und hier, die gefordert aber, dass das Schiff von Piraten geklaut wurde. Weil man sieht, am Anfang, wenn ich mich da nur grob dran erinnern kann. Und das Greg, die Sau. Diese Piraten, man hat sich voll gut gestellt mit denen. Ah, das kann ja wunderbar sein. Tja. Frage 33. Man muss sagen, man weiß nicht, ob es Quack war. Also ich gehe jetzt mal nicht davon aus, das wäre ja wohl relativ lachhaft. Also man hat ja wirklich viel für die Piraten getan und dass sie da dann das Schiff auf einmal stehlen. Wie sollen sie das dann auch machen? Sie haben ja selber gar kein Schiff. Wie sollen sie dann zum Festland kommen, um das Schiff zu stehlen? Macht ja keinen Sinn. Sind die geistigen Führer der Nomaden. Geistigen Führer der Nomaden sind die Wassermagier. Das erfährt man aber auch erst im dritten Teil. Da schließen die sich wieder ihrer Sippe an. Und ja, in Gothic 1 und 2 war das jetzt nicht vorgesehen. Da gab es zwar in Gothic 1 gab es zwar schon Varant und so weiter und so fort, aber natürlich stand da noch nicht das ganze Konzept, weswegen die Wassermarke das auch erst nur in Gothic 3 erwähnen. Wer sind denn die Nomaden? Umherziehende Leute.
Dennis. Die Wassermagier? Die Wassermagier. Oh, nice. Ja. Was sind denn die Nomaden? Ist das was aus dem ersten? Drei, glaube ich. Ah, okay. Es gab noch so optionale Sachen wie so Waldläufer gab es, glaube ich, noch. Ich halte über die Schnauze, wer weiß, was ich noch kommt. Und die nächste Frage. Kriege ich dich, wie die im Wald war? Nee, nicht so ganz. Ich gucke gerade nur nach, worauf sich die Liste bezieht. Aha, scheint Gothic 2 zu sein. Fett. Wen findet man in einer Zelle auf der Insel Irdorath oder Irdorath? Oh. Ja, Peter, das musst du wissen. Petro. Petro ist derjenige, der das Augenos gestohlen hat und halt mit dem Bösen im Bunde ist und dann halt später auf Irdorath wieder, ja, einen klaren Sinn hat oder klare Gedanken und dann erstmal sich auch eingestehen muss, was er da denn verbrockt hat. Ja, darf ich es umschreiben? Den Namen? Der Name klingt ein bisschen wie ein Baum. Ich kann dir genau sagen, wer das ist, aber wie der heißt, weiß ich nicht. Und was der getan hat. Peter, erklär mal circa, wie der ist. Ja, ich lasse aber noch ein bisschen. Peter, erklär mal so, wie der aussieht. Tja. Sonst niemand. Aber wenn du den Namen nicht kennst, dann soll er denn sein? Ja, tja, das ist immer die Frage, ne? Die ganzen Namen. Ja, komm, du wirst ja wohl Gorn oder so Lester wohl merken können. Nee, der kann, nee. Also, ich habe das jetzt noch ein bisschen offen gelassen. Also, wenn er sonst noch jemand beschreiben kann, es würde mir eine gute Beschreibung reichen. Er hat zwei Arme und zwei Beine und Bob. Okay, ja. Pass auf. Bei Gothic 2, da klaut ein Dude aus dem Kloster was Wichtiges und rennt damit weg. Der verrät quasi die Bruderschaft. Oh, Peter! Ja, weißt du auch noch. Die Bruderschaft. Kann sogar sein, dass der Petro hieß. Der hat den Schild halt weggebracht, hat alle verraten und dann findet man den da wieder und kann den dann wieder mit offenem Arm empfangen. Sehr schöne Erklärung. Ich meine, richtig geil wäre gewesen, wenn er jetzt noch gewusst hätte, dass er dein Auge immer ist. Aber ja, meine ich ja. So ist das passiert und Petro findet man dann in der auf der Insel. Hier, das war eine gute Erklärung, habe ich verstanden. Ja, ja. Gut geantwortet, der Peter. Deswegen, wenn Jay direkt darauf kommt, ist er. Wusste ja sogar Petro, fand ich ganz beeindruckend. Oh Mann, ist das schön. Frage 35. Eine der ersten Personen, die man in Gothic 1 trifft, ist der Jäger Redford. Nach einem Gespräch mit ihm gibt er einem den Tipp, dass man wohin nicht gehen sollte. Jay. Nicht in den Wald gehen. So nach, also das sagt er halt so. Und tu vor allem eins nicht. Geh nicht allein in den Wald. Und nachts sagt er vor allem auch noch. Und meide alte Ruinen. Die Gegend ist voll davon. Es sind meistens alte Bauten oder in den Orks oder Schlimmeres hausen und so weiter und so fort. Das alte Lager. Peter. In den Wald. Geh mal lieber nicht dahin. Oh, verdammt. Der sagt ja, geh ins alte Lager. Der sagt doch nicht, geh nicht ins alte Lager. Da soll man ja hingehen. Hey, das ist doch, an der Brücke links abbiegen ins alte Lager oder geradeaus weiterlaufen in den Wald? In den Wald. Da kommen die ersten Scavenger oder so, die da rumstehen. Ach so, okay. Und ich dachte, das war auf Schnauze. Weil welche vom neuen Lager waren, dachte ich halt, die sagen, geh nicht ins alte Lager. Ah. Guck mal, Bram 36, Peter 36, Jay 49. Frage 36. Wer wird auch... Kronos ist der Hüter des Erzes in Gothic 1. Der Hüter des Erzes genannt. Alter. Scheiße. Der Hüter des Erzes? Kronos! Ja. Ja. Das ist richtig. Der Wassermagier, Dude. Der die ganze Zeit um den Steinhaufen rumläuft. Ja. Ja, wie so ein Tiger. Frage 37. In der Kanalisation von Corinis kann man die Kiste eines Charakters aus Gothic 1 finden. Fingers. Uff. Ich dachte jetzt nicht, dass er so schnell antwortet, aber ja, Fingers ist richtig. Fingers trifft man im alten Lager, ist einer der Schatten und denn seine Kombination ist irgendwie, hat über 20 Stellen oder so, das ist so rechts, 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 links, rechts, 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 links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, 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 rechts und so. Also könnt ihr euch, so ungefähr ist die Komplexität und es geht dann noch ein Stückchen weiter und es ist halt so eine Dreierpassage, ich glaube sogar viermal drin. Und dann halt ein Wechsel, also da bist du halt schon bei 25-30er Kombination. Welche mit einem unfassbar komplizierten Schloss versehen ist, wem gehört diese Kiste? Fingers. Nice. Dem Söldner Cypher auf Onas Hof wurde etwas geklaut. Was? Dem Söldner Cypher wurde das Krautpaket gestohlen. Peter. Ein Paket Sumpfkraut. Ja. Einfach so. Frage 39. Im Lager der Banditen befindet sich der Koch Snaff. Er will ein neues Rezept ausprobieren. Um was handelt es sich dabei? Feuergeschnetzeltes in Hammersoße. Oder mit Hammersoße. Snaff oder Snaff? Also Fleischwanzen-Ragout à la Snaff. Nee. Das wäre Gothic 1. Fleischwanzen-Ragout à la Snaff mit Reis und Pilzen. Nee, das ist doch. Ein Lager der Banditen ist doch dann wieder wahrscheinlich. Ja, ich dachte, er will nochmal Fleischwanzen braten. Das ist die Nacht. Keine Ahnung, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich mit dem überhaupt gesprochen habe.
Man redet mit allen Leuten, Peter. Eigentlich schon. Ich glaube, Fall der hat mich auch darauf hingewiesen, dass ich nicht den einschlafenden Typen da wecken soll. Ich also, ein kleiner Typ, der will auf jeden Fall was mit Soße machen. Fleisch Eier mit Soße. Soße! Nee. Ich würde gerne haben, Eier mit Soße! 4, 3, 2, 1. Schlossen. Er macht Feuergeschnetzeltes in Hammersoße. Soße. Okay. Frage 14. Warum Hammersoße? Es gibt diesen Loose Hammer. Und ich glaube, Loose Doppelhammer, das sind zwei Getränke und daraus macht er dann halt eine Soße mit dem Feuergeschnetzelten zusammen. Wie heißt der Kapitän der Piraten in Gothic 2? Wreck. Ja. Wreck. Ich geh nochmal in die Tür. Geh nochmal in die Tür. Okay. Frage 41. Der Pirat Samuel hat einen ganz besonderen Schnaps im Angebot, welcher einen kurzzeitig sprinten lässt. Wie heißt dieses Getränk? Schneller Hering. Damit kann man, ja okay, es steht ja dort kurzzeitig sprinten, müsste eine Minute sein. Also normale Geschwindigkeitstränke sind 5 Minuten, es könnte aber auch sein, dass es 2 Minuten sind bei dem Trank. Ich bin mir da auch gerade nicht ganz sicher. Es gibt ja Snapper Kraut, da kann man 15 Sekunden sprinten, dann gibt es halt die Tränke der Geschwindigkeit, da kann man 5 Minuten sprinten und bei dem müsste es zwischen 1 und 2 Minuten sein, bei dem schnellen Hering. Der Pirat Samuel. Samuel, es ist Samuel. Also das sind wieder so Namenssachen, ey, keine Ahnung. Der gibt dir einen Schnaps. Ja, ich weiß. Den kannst du danach auch nochmal kaufen. Und der Schnaps heißt wie? Der ist nicht einfach nur Grog. Trank der Geschwindigkeit. Nee. Dennis. Der heißt Samuels Schnaps. Ach, nee. Okay, 5, 4. War das weißer Rum? 3, 2, 1. Geschlossen. Das ist der schnelle Hering. Ah, ja. Okay. 42. Im Sumpf in Gothic 1 findet man einen Mann namens Baal Netbeck. Welchen Plan verfolgt er? Ja, also der erzählt relativ viel, dass die Bäume zu ihm sprechen würden und so weiter und so fort. Und dass sie irgendwie springen und tanzen und hilf mir, diesen Sumpf in eine gigantische Blumenwiese zu verwandeln, ist ein Zitat von ihm. Welchen Plan verfolgt Baal Netbeck in Gothic 1, den man im Sumpf findet? Jay. Ja, das ist so ein Baumschubser, der hört den Bäumen zu und will mit den Bäumen, glaube ich, die Weltherrschaft erobern oder irgendwie so ein Scheiß. Der hat komplett einen Bull, der hat komplett einen. Also Weltherrschaft schon mal nicht, aber dass die Bäume mit ihm reden, ja. Verdammt! Ja, das war der! Ich würde dir recht geben, der hat einen an der Klatsche, aber das, der Rest war nicht so. Was hat er denn gesagt? Aber der hat einen an der Klatsche, ja. Der will jetzt nicht. Also die Bäume, sie reden und springen und tanzen, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das Baal Netbeck sagt, also. Aber egal, Blumenwiese ist richtig. Ich hab keine Ahnung. Bei Sumpflager muss ich immer dran denken, dass ich mir da irgendwie Geld geschummelt habe, indem ich ganz viel geschmiedet habe oder so eine Scheiße. Ja, im Sumpflager war ich auch nie viel, also die fand ich immer total bescheuert. Ja, ich auch. Frage schließe ich mal ein. 5, 4, 3, 2, 1, geschlossen. Der würde gerne den Sumpf in eine Blumenwiese verwandeln. Ah hier, ich hab mal nachgeschaut. Wer bist du? Ich bin der Guru. Ich bin der Guru des Sumpfes. Meine Diener nennen mich Baal Netbeck. Diener? Ich sehe hier keine Diener. Sie sind überall. Nee, Quatsch. Sie sind hier überall. Die Bäume. Sie wandern und springen und tanzen. Ach so. Na, ich gehe dann mal wieder. Warte, du kannst mir helfen, diesen Sumpf in eine gigantische Blumenwiese zu verwandeln. Fang am besten schon mal damit an. Ich komme dann später wieder. Held dreht sich um. Ich glaube, der Kerl bringt mich nicht wirklich weiter. Und dann kann man noch fragen, hey, geht's dir gut? Pass auf, dass du meine Bäume nicht verletzt. Ich glaube, ich hab ihn noch nie danach nochmal angeredet, aber dann war es doch der das sagt. Auch gut. Ja. Gutes Ziel. Jetzt bin ich sehr gespannt, wer gespielt hat. 43. Im Addon Die Nacht des Raben soll man für die Wassermagier farbige Steintafeln sammeln. Welche Farben haben diese? Ja. Grün, Rot, Lila oder Violett, Blau und Gelb. Das wäre einmal Grün von der Kaste der Heiler, Rot Kaste der Krieger, Blau Kaste der Priester, Lila Kaste der Totenwächter und Gelb Kaste der Gelehrten. Bei Priester und Totenwächter bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es müsste so stimmen. Aber das ist eh nicht Sinn und Zweck der Frage gerade. Das kann man wissen. Ja.
Ja, ich habe übrigens auch mal die Punkte aktualisiert. Wir haben ja 43 Fragen, das macht schon mal 129 Punkte aus. Und wenn dann jetzt halt noch 15 dazukommen, dann sind wir halt bei 144. Und ja, ich war da jetzt nicht ganz dabei und habe vielleicht mal ein was vergessen. Aber bisher hatte ich ja jetzt jede Frage richtig. Und wir gucken mal hier weiter mit den Steintafeln. Ja. Für die ich mir übrigens die Punkte jetzt schon gegeben habe. Okay. Grün, ist rot. Ja, grün, rot, gelb, lila, blau. Oder violett. Ach krass, ja, violett konnte ich mich nicht mehr dran erinnern. Ist ja auch exakt. Schon wieder eine Woche her. Kriegst du auch drei Punkte für jede? Ewig. Verdammt. Dennis meinte, das kann man wissen, ist ja eine leichte Frage. Hab ich jetzt 12 Punkte gesetzt? Frage 4, ich glaube, warte mal, ich gucke gerade mal, ob irgendwann noch so eine Frage kommt. Nee, also es kommt keine Aufzählungsfrage mehr, von daher hätte dich auch keiner, so kann dich auch keiner mehr beholen. Also. Aber vielleicht ja noch mit den Einzelfragen. Wir kommen noch zu Frage 44. Wie viel Gold verlangt Kommandant Garon für die Freilassung Gorns? 1000 Goldstücke. Man kann sich von Milton ein bisschen Gold geben lassen. Man kann mit Gorn selber reden, falls man dann reinkommt und der sagt, okay, ja, hier, da ist noch ein Geldbeutel bei der Orkramme davor in diesem Treffpunkt versteckt. Und Diego kann auch noch was beisteuern, sodass man theoretisch auf 750 Gold kommt und selber als Freund von Gorn auch noch mal 250 selber bezahlen muss. Jeder. 1000. 1000 Goldstücke hätte er gerne. Kann man aber, man kriegt von Diego ein bisschen was zugeschustert, wenn man dem davon erzählt. Oh, gut zu wissen. Kleiner Tipp für dich, Jonathan. Ne, ein paar hundert gibt er ihm, glaube ich. 250 sind auch ein paar hundert. Frage 45. Im Land Nordmar wird ein ganz besonderer starker Schnaps gebrannt. Wie heißt dieser? Nordmarer Nebelgeist. Gibt's auch eine Quest dazu, dass man den brauen soll. Alter. Nein, ist auch nicht schneller Hering. Man braucht da einen gewissen Stärkewert und nur dann hat man im Prinzip die Quest abgeschlossen. Met. Starkes Met. Wo ist denn Nordmar? Alter? Ist das Gothic 3? Das ist in dem, ja, das ist Gothic 3 in der Wikingerwelt da, in diesem Eisteil. Ja, okay, Wikinger sind es halt nicht, ja. Das sind halt Nordmarer, nennt man die. Die haben auch nicht viel mit Wikingern zu tun. Die fahren jetzt nicht unbedingt auf die See oder machen Raubtouren oder so, oder plündern wie die Blöden, wobei man auch sagen muss, okay, Wikinger müssen nicht unbedingt auf See, die können ja auch einfach so dort leben, aber die haben halt prinzipiell drei Clans, und zwar den Feuerclan, das sind die stärksten Kämpfer und auch Orkjäger in dem Nordmar-Volk, und die kümmern sich auch um die Angräber. Dann haben wir den Hammerclan, das sind die besten Schmiede im Land, und dann haben wir den Wolfsclan, das sind die besten Jäger im Land. Und zusätzlich haben sie halt noch das Kloster. Und der Feuerclan passt auch, glaube ich, ein bisschen aufs Kloster auf. Geht. Keine Ahnung. Brauchen für halt die nicht. Quest für Mojok am Pass von Faring zweimal, Ja, Alter. Das Getränk. Zweimal Gothic Schnaps. 3 ist halt Gothic 3, ne? Okay, ich schließe das Ganze mal. 5, 4, 3, 2, 1. Geschlossen. Es wäre gewesen Nordmarer Nebelgeist. Bum, bum. Ja, war nah dran. Schon nett. Ein Standardname für so einen Schnaps in so einer Fantasy-Welt, aber da bin ich nicht drauf gekommen. Ja. Ah, stimmt, da hat Bram auf jeden Fall recht. Frage 46. Was versucht Milton unter dem Stonehenge zu finden? Einen orkischen Talisman, das habe ich schon erzählt. Fokusstein? Liegt nah, ne? Wie ein Ausdauer was. Jay? Ich glaube, der versucht so eine Urkunde, so ein altes Testament oder so von dem Typen, das der da ist. Das wäre Lester gewesen in der Bergfestung. Finden, um quasi, wenn die Barriere weg ist, reich zu sein. Oh, das war jetzt nicht viel. Aber nee, der versucht keine Urkunde zu finden. Also ich habe gar keine Ahnung. Okay, dann machen wir 5, 4, 3, 2, 1. Geschlossen. Der versucht, einen orkischen Talisman zu finden. Oh. Fokusstein. Dann habe ich mich da hart vertan. Wieso komme ich denn auf die Idee, die ich hatte? Hä? Ganz weit weg. So. Ja, das. Belastend, Jay. Milton ist kein Urkundenfeld. Oder ist das Gorn dann in dem Kloster? Ja, das passt auf jeden Fall mehr. Fuck! Wenn Milton reich werden will, das passt doch auch gar nicht. Ja, was weiß denn ich? Aktueller Punktstand auf Jay 60, Peter 52, Bram 41. Frage 47. Was ist die richtige Antwort auf die letzte Frage des Kriegerfürsten Quarhodron?
Da wird geantwortet, das ist im Prinzip um, man will ja in den Adanos-Tempel rein, weil Raven halt die Klaue Belias hat und man will den halt aufhalten. Und Raven hat halt das Grab von dem Hohepriester Cardimon entweiht, hat sich da dann Zugang zu dem Tempel verschafft und der Held ist dann halt bei dem Kriegsfürsten Quahotron der stellt dem dann halt Fragen, ja, um rauszufinden, ob man ihm trauen kann. Und die letzte Frage, also er sagt auch, eine Frage kannst du nicht beantworten. Und das ist halt die letzte, wer den Tempel verschlossen hat. Prinzipiell steht das in der Bibliothek der Gelehrten, steht das in dem in so auf so einen Steintafeln steht das drauf, ja, dass Quahotron mit Cardimon zusammen beide ihr Leben gelassen haben, um diesen Tempel zu versiegeln. Aber die Antwort ist halt, das kann ich nicht wissen. Oder ich weiß es nicht. Jeder? Kann ich nicht wissen. Weiß ich. That's up! Das kann ich gar nicht wissen. Scheiße, das ist richtig. Was ist ich dachte, wenn deine Antwort falsch ist, dann würde ich sagen, ja. Die zwei. Das war voll die Scheißquest. Ja, ist sie auch. Ach, Entschuldigung. Frage 48. Mein Gott, ich brauche was zu trinken. Ich hab nichts zu trinken hier. Frisch. Frage 48. Wo im Sumpflager befindet sich Lester? Ungefähre Beschreibung reicht. Lester befindet sich direkt nach dem Haupttor bei Baal. Bei Baal. Wie heißt denn der? Namib. Baal Namib. Jay. Ziemlich genau nach dem Eingang. Am Eingang des Lagers. Was ich zähle. Das ist richtig. Damit kommen wir zu Frage 49. Was befindet sich? Was ist das für eine Frage, Alter? Das habe ich mich auch gefragt. Können wir mal. Frage 49. Was befindet sich auf dem Berg über der großen Bibliothek von Jarkenda? Ja, also auf dem Berg von der Bibliothek, das ist ein Easter Egg, da ist ein Auto, ein rotes Auto, an dem hängt ein Zettel und da steht drauf, I've always wanted to have a game with cars oder so, also ich wollte schon immer ein Spiel mit Autos haben und das sind halt so Easter Eggs, teilweise sind die auch von diesem Mighty Alien Dwarf, also es gibt so Gräber in Gothic 2 und eins ist halt komplett von der Zeit her im Jahr 3200 irgendwas und so und das ist halt dann vom Mighty Alien Dwarf. Kinder. Auf dem Berg? Über der großen Bibliothek von Jarkenda. Oder Jarkenda. J-H-A-R-K-I-N-D-A-R. Das ist Gothic 3, oder? Nee, Gothic 2, Nacht des Raben. Ich weiß, wo die große Bibliothek ist. Ist das die in den Bergen, ganz im Norden? Ich bin nicht sicher, ob ich das gerade sagen will. Aber ich glaube, ich war. Hier oben sehen sie ein großes SZ. Ich muss mal ein bisschen Sonne droppen, Alter. Weil du weißt, was da oben drauf ist? Ja, was befindet sich auf dem Berg? Über der großen Bibliothek. Jetzt komm, hau ab mit Loot. Also wenn du, ja. Aber das sind Ruinen. Von einem alten Volk. Nee, okay. Also die große Bibliothek, meine ich, ist die in dem Wüstending. Genau, im Canyon. Wo die ganzen fucking Orks vorstehen. Da kann man auf den Berg. Soweit also ich weiß nicht, euch, aber... Nee, ich kann euch einen Tipp. Ich hab eine Idee vielleicht. Oh, Peter. Moment, das ist jetzt voll getippt. Jetzt kommt's. Ein Easter Egg. Wenn du dich dahin cheatest, ist da ein Easter Egg. Oh. Lol. Ja, das ist richtig. Da ist ja, ein Auto das ist drauf. Das ist da ist ein Auto drauf. Die wollten nämlich immer mal ein Spiel machen mit Autos und das steht da auf dem Auto drauf. Das ist ein Autowrack. Wo man also, das Scheiße. Ja, dann war die einzig logische Erklärung, weil halt nicht auf diesen scheiß Berg kannst. Okay. Und die letzte Frage von aber belassen, hab ich wissen 50 Fragen zu Gothic. Welche beiden Gegenstände werden benötigt, um am Ende von Gothic 3 das Tor zum unbekannten Land zu öffnen? Das ist sehr enttäuschend. Also hier haben wir das Adanos-Ende und für das Adanos-Ende, das ist das Ende, was Xardas vorschlägt, pass auf, er sagt, du kannst mit den Adanos-Artefakten zu Innos gehen und denen seine Macht empfangen oder zu Belial gehen und denen seine Macht empfangen, dadurch stärkst du einen der beiden Götter, ja. Das führt aber trotzdem dazu, dass dieser Götterkrieg nicht beendet wird und wenn man die Adanos-Artefakte zerstört, dann kann nie wieder ein Gott halt auf diese Art und Weise jemanden extrem viel Macht verleihen, ja. Und dafür braucht man von Roba das Zepter von Varant und von Zuben den Stab des ewigen Wanderers. Krone okay. Und Stab von König Roba. Im dritten. Nee. Verdammt. Von Roba dem dritten vor allem. Ich hab keine Ahnung. Pass auf, ich versuch nochmal. Ich überhaupt nicht. Den Elefantenschlüppi vom Lester. Pass auf, ich probiere nochmal. So, Peter, jetzt hast du die Chance gleich zu ziehen. Okay, ich hab doch keine Ahnung, Alter. Ja. Aber wobei,
Ja? Krone und Schwert von König. Oh mein Gott, von mir. Das wäre so belastend. Ich kann euch sagen, es ist keine Krone dabei. Und jetzt sind zwei Sachen. Schwert und Stab von König Roma. Nein. Ich habe so keine Ahnung, Alter. Also ja, König Roma hat ein Schwert dabei. Und ein, also ein Königsschwert und ein Königsschild. Stab und Elefantenschlüpfer. Kein Schwert und kein Schild, das heißt ein Stab ist dabei. Stab und Schild von König. Alter, du hast kein Schild! Hä? Ach, scheiße! Oh Mann! Mann, Peter, Alter, ey! Hab ich eigentlich richtig gesehen, hat gerade nur Bram einen Punkt gekriegt. Ein Stab und eine Schriftrolle. Nee. Oh, das ist gut. Alles gut. Nee. Ich glaube, ich glaube, da kommt ihr nicht mehr drauf. Scheiße. Ich schließe mal die Frage in 5, 4, 3, 2, 1. Eine Rolle Klopapier. Zwei Blätter. Ein Blatt reicht doch. Okay, also du brauchst den Stab des ewigen Wanderers. So weit waren wir schon. Oh mein Gott, wir brauchen wirklich einen Stab. Und brauchst das Zepter von Varrant. Du brauchst zwei Stäbe? Ist doch scheiße. Nee, das ist ja Zepter. Das ist ja kein Stab. Zepter ist doch viel kleiner. Na klar. Gut, das Zepter in Gothic 3 ist eigentlich genauso groß wie ein Stab. Fair enough, ja. Vielleicht besteht das aus zwei Teilen, weil da ist ja oben drauf dieses, ja, Zepter halt und dann ist aber noch dieser lange Stab da, aber tendenziell haben die beide ungefähr die gleiche Länge. Und dieses Zepter von Varrant, das wurde im Prinzip bei den Schlachten von Varrant erobert. Also die Königstruppen haben früher gegen die Assassinen gekämpft und sind auch relativ weit vorgestoßen. Also ich glaube sogar bis Morasul und haben eigentlich alles eingenommen, bis auf Ishtar, so gesehen. Das ist doch der Symbol der Macht. So, damit gewinnt Jonathan mit 67 Punkten. Herzlichen Glückwunsch. Die 50 Fragen. Das war lustig. Gothic, dicht gefolgt von Peter und mit 64 Punkten und Bram mit 47 Punkten. Oder. Das waren 50 Fragen zu Gothic. Ich hoffe, ihr habt sehr viel Freude daran gehabt. Ich habe sehr viel Spaß gehabt. Vielen Dank fürs Zuschauen und einen wunderschönen Tag noch. Ciao. Tschüss. Ja, was kann ich sagen? Also eine Frage tatsächlich, da war ich mir nicht sicher. Und zwar, das ist eigentlich die einzige mit wie viele Tage der Held im Kerker saß. Weil es ist so eine Geschichte, wenn man direkt gegen Kyrgo kämpft und ihm kein Bier gibt, dann kommt man nicht auf diese auf diese Aussagen, ja. Du kannst zwar danach trotzdem noch gegen ihn kämpfen, aber allein diese Tatsache sorgt schon mal dafür, dass es vielleicht nicht jeder weiß, ja. Wenn zum Beispiel die sowieso nur Gothic einmal durchgespielt haben, dann ist es halt auch blöd, wenn da Quest, also hier wirklich gildenspezifische Fragen dabei sind. Aber das war relativ gut, weil das sind keine gildenspezifischen Fragen drin. Also da wurde jetzt nicht gefragt, wie schaut's aus, wenn du Magier spielst und so, wie sieht die Prüfung des Feuers aus, erklär mal oder so. Sondern es sind wirklich die grundlegenden Fragen, die alle Gilden betreffen, dabei gewesen, ja. Aber das mit diesen, mit den 2 Monaten, da kann man halt auch schnell mal 3 oder 4 sagen oder 1 Monat oder so. Es ist auf jeden Fall eine längere Zeit. Genau. Ja, und damit würde ich sagen, war das doch auf jeden Fall eine nice, witzige Angelegenheit. Man muss, wie gesagt, die Herren hier verteidigen, da gerade jeder von denen schon länger kein Gothic mehr gespielt hat. 2 davon zocken aktuell, soweit ich weiß, Gothic 2, Jay auf jeden Fall. Peter glaube ich auch. Und Bram hat es halt länger nicht mehr gespielt. Und Christian oben in der Mitte genauso nicht, ja. Und die haben ja sowieso sehr viele Spiele, die sie spielen. Und das sorgt dann natürlich dafür, dass die halt da ein gewisses Ungleichgewicht im Wissen haben, ja, aber das ist ja ganz normal. Und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich an der Stelle recht herzlich von euch und wir sehen uns dann in einem weiteren Video wieder. Haut rein, euer Zardas. Bye, bye.